Hallihallo und willkommen im Amazonas. Am Dienstag, den 10. Januar, 9.09 Uhr. Jau, jetzt haben wir das Wahara-Lager gekillt. Und auch der solche netten Sachen gemacht. Ja. Und ich überlege jetzt gerade, von der Karte her, ist ja unten das nicht unbedingt der optimale Standpunkt. Das ist ja nicht der optimale Platz. Deswegen würde ich eigentlich am liebsten umziehen. Ja, irgendwo in die Mitte, vielleicht neben das große Dorf. Das scheint eh ein zentraler Platz zu sein, dass ich dann vielleicht hier nebendran mir so ein richtiges Lager aufbaue. Das hätte ich mir jetzt mal überlegt. Weil hier an der Ecke ist das jetzt doch jetzt nicht so unbedingt die Welt. Tja. Mal gucken. Vielleicht auch gleich mal was mitnehmen. Obsidian. Wir haben 38 Kilo. Kilo. Das ist ein bisschen Obsidian. Das ist ganz schön schwer, das Zeug. Zwei leere Dosen noch, weil irgendwann will ich auch mal anfangen mit Metallverarbeitung. Hier bringen wir auch noch Kohle unter. Das ist Obsidian. Das lege ich mal woanders hin. Da können wir hier doch auch noch mal Kohle unterbringen. Sonst noch irgendwas? Trockenes Blatt lasse ich mal hier drin. Ja. Da hatte ich mir jetzt auch hier ein Bananenbett daneben gebaut. Am Vorabend noch schnell, damit ich nicht dauernd da in dieses Schiff da rennen muss, ins Boot reinrennen muss. Das muss ja auch nicht sein. Den Weg kann man sich ja auch sparen. Ja, hier kann ich noch mal ein Stückchen Wasser trinken. Die ist leer. Wieder umdrehen. So. So, noch mal einen Schluck Wasser. Genau. Dann passt das. Ja, will mich da mal einrichten hier. Und zwar ist das wohl der schnellste Weg, wenn wir hier durchgehen. Meine Machete hält auch nicht mehr lange, sehe ich gerade. Was ist da hinten los? Da brennt ein Feuer. Jetzt bin ich schon zigmal hier gewesen. Da ist auf einmal so ein verwundetes Stammesmitglied. Ei, der Arme. Wollen wir den gleich mal versorgen mit einem Verband. So, wieder 30 Vertrauen mehr. Guck dir das an. Und den treffe ich jetzt wieder. Was denn? Was schleicht hier rum? Ah, der da. Tja. Man kann nie genug Verbände haben. Immer übersieht man mal wieder was. Irgendein Tierchen. Und wird dann gestochen.
müssen uns bisschen nordwestlich halten. Das war eine Schlange. Ja, da sehe ich schon ein Dach. Ja, guck, da ist er, den wir gerade gerettet haben. Ja, hier im Dorf gibt es ja zum Beispiel ein ewiges Feuer. Dann haben wir auch ein Trockengestell schon hier. Und da hatte ich auch schon was aufgestellt. Kuhkalbfleisch, das kann ich gleich mal essen. Es hält jetzt 5 Tage. Also hier geht's raus nach Westen. Ja, und von der Karte her. Und da dann nach Norden. Also das heißt von der Karte her nach Westen da raus und nach Norden. Das Einzige ist, wenn ich hier eben jetzt was aufbaue, ich habe nicht sofort Wasser. Ich muss halt ein paar Meter laufen bis zum Wasser da drüben. Ja, zum Südosten. Da gibt es dann das Wasser. Oder ich baue mir einen Wassersammler. Das kann ich natürlich auch machen. Ja, das heißt, ich könnte mir hier vielleicht jetzt anfangen, Hütten aufzubauen. So direkt nebendran, weil im Dorf kann man ja nicht bauen. Und da schon wieder durstig. Wursch. In diese Richtung hier, da ist mein anderes Lager. Der ist schon fertig, schon wieder der Bursche. Hier hatte ich doch gebaut. Hat doch immer noch Fieber, der Arme. Ja, genau, hier hatte ich gebaut. Das ist halt jetzt die Frage. Das ist jetzt hier an der Stelle da, wo die Mauspfeil ist, wo ich hier aufgebaut habe. Hier bin ich natürlich direkt am Wasser. Es ist ja eigentlich immer ganz gut, direkt am Wasser zu wohnen. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt auch hier bauen. Erstmal wieder ausruhen. Das war ein Blattschuss. Das war ein Blattschuss. Absolut. Cool. Es wird immer besser. Naja, das sind diese Fertigkeiten, die steigen natürlich. Da habe ich jetzt ein Wasserschweinchen erlegt. Kein Platz mehr im Rucksack. Na gut.
Die Pilze sind auch hinüber. Na, weg damit. Wasserschweinfleisch. Gleich vier Fleischstücke hat es gegeben. So, dann muss ich mich mal waschen. Total schmutzig geworden. Und trinken muss ich auch was. Sagt denn die Uhrzeit? 18:56 Uhr. Wie sieht's aus mit dem Fleisch? Das ist immer noch roh. Das ist immer noch roh. So, dann werde ich mal hier die Kohle lassen. Und die Federn. Und dann diese Dosen, die leeren. So, jetzt ist es gut. Ja, das essen wir gleich mal. So, und das Obsidian. So, 5% Haltbarkeit. Das heißt, am besten baue ich mir gleich mal eine Obsidian-Axt. Was geht denn da noch? Was geht denn da noch? Na, wo ist denn das? Noch ein Stück? Nee, noch ein Obsidian geht nicht. Noch ein Stock? Auch nicht. Dann wird es schwarz. Noch ein kleiner Stock? Auch nicht. Noch ein Seil? Nee, auch nicht. Also eine Obsidian-Axt herstellen. Ja, sobald dann die Machete kaputt ist, ist sie kaputt. Dann ist sie weg. Was macht das Essen? Wir brauchen Flüssigkeit. Da habe ich noch Wasser drin. Im Bidon. Da habe ich auch noch Wasser drin. Da habe ich auch noch sauberes Wasser. Wasserschweinfleisch. Nochmal braten. 68 Proteine. Wow. So. Brauche eigentlich auch den Feueranzünder nicht mit mir rumschleppen. Ich habe ja hier meinen. Und dann notfalls baue ich mir jederzeit wieder einen leichten kleinen. Ja, das ist jetzt so eine Überlegung, wie ich das hier baue, dass ich hier bleibe. An der Stelle, weil hier ist eben auch immer Wasser in der Nähe. Da kann ich auch gleich Fische fangen, da drin. Das kann ich, wenn ich da direkt neben dem Dorf baue, kann ich keine Fische fangen. Ich brauche ja auch Gräten.
Da ist so ein Platz am Wasser allemal besser, auf alle Fälle. Ja. Ich werde das alles nur hier ein bisschen besser hinbauen, denke ich mir mal. Achso, ich habe ja noch diese Mistviecher hier im Bauch. Ah, brauche ich jetzt noch mal die richtigen Pilze. Den nehme ich schon mal mit für geistige Gesundheit. Irgendwo einen umgefallenen Baumstamm mit Pilzen finden. Oder auch einen dieser großen Bäume mit den blauen Pilzen. Schon wieder ein Tümpel? Wo soll denn der sein? Da ich hier wohne, bin ich weit gelaufen, dann kann das nur der hier sein. Pilze. Pilze hier nirgends. Ist natürlich auch im Dunkeln leuchten die ja. Da müsste man die ja auch von weitem schon sehen. Bin schon wieder total ermattet. Ja, das sind die falschen Pilze. Egal, das sind Kohlenhydrate, wird auch gegessen. Jetzt auch schon wieder in der Höhle. Und die nächste Legende. It should be able to fly. Müsste flugfähig sein. Ich habe hier was gebissen. Dieser blöde Skorpion. Tabakverband, Funkenverband. Ich wollte doch einfach nur ein paar Pilze. Da, jetzt haben wir Pilze. Der läuft ein paar Schritte und ist schon wieder total ermattet. Oh Mann. Mein Lager war doch gar nicht so weit weg. Da ist es. Ich sehe es. Geschafft. Dann schlafen wir erstmal ein Stück. Na, was soll das jetzt? So. Diese Hütte würde ich ja zu gerne abreißen. Die stört mich nämlich.
kann man anscheinend aber nicht. So, die Machete ist hin. Die Machete ist hinüber. Nee, das geht nicht abzureißen. So wie die Gebäude von den Baraha. Die kann man schön abreißen. Weil zu benutzen ist es auch nicht gescheit. Ja, hier muss man sich ducken, um reinzukommen, und dann bleibt man trotzdem hängen. Doof. So gern mit Blickrichtung hier zum Wasserfall würde ich eigentlich ganz gerne das aufgebaut haben. Und so hätte ich das gerne abgerissen. Guck da. So was nehmen wir natürlich sofort mit. Zumal wir auch dabei noch Eingeborene verbinden müssen. Ich könnte das natürlich auch alles mal ganz nochmal neu aufbauen. Ist ja jetzt kein Drama. Wir bauen ja gerne. Ich könnte das vielleicht hier hinten hinstellen. Ja. Hier den ganzen Krempel abräumen. Und dann hier anfangen mit Hütte. Ja, den Kram kann man ja abreißen. Ja, da, weg. Erstmal freigeräumt. Dann haben wir hier erstmal schön freigeräumt und dann könnten wir hier was hinbauen. Dann ich noch weiter hinten, so an der Wand.
kleiner Stock dabei. Nee, da liegt nur ein großer Stein. Schau da. So, da. So, langer Stock. Jetzt noch ein hübsches Bananendach. Achso, ich muss erst die Seile setzen. So, jetzt passt das. So, jetzt das Bananendach drüber. Habe ich noch irgendwelche Getränke bei mir? Habe ich doch noch, bestimmt. Ja, da habe ich noch sauberes Wasser. So, Feuer. Ich könnte ja, naja, ich brauche natürlich 4 große Steine. Die muss ich dann auch noch finden für den Steinring. Dass ich hier so eine richtig schöne Feuerstelle baue. Großer Stein, sagt doch hier einer. Findet man natürlich nicht an jeder Ecke hier diese großen Steine, das ist klar. Da ist noch eine. Drüben ist noch eine. So wird man auch sauber. So wird man dann gleich sauber. Ja, verdammt, das geht nicht. Das ist blöd. Ist der jetzt weg? Ja, den kann ich nicht mehr nehmen. Das ist ja auch doof. Da liegt er. Ja. Jetzt bin ich wenigstens sauber. Ich dachte, da könnte man wenigstens durchschwimmen mit dem Stein. Das war mir falsch gedacht. Ja. Großer Stein. Oh, eine Kokospalme. Kokosnuss, auch schön. Nehmen wir gleich mit. Ein großer Stein. Ja, Mensch. Wenn man solche Steine sucht, sind sie nicht da. Gleich mal trinken. Da drüben sieht man da hinten das Gebüsch, da hinten ist das große Dorf. Da sehe ich schon die Hütten. Das ist also nicht allzu weit entfernt von hier. Ja. Na gut, das ist zwar hier nicht direkt in der Mitte von der Karte, hier an dieser Stelle da, aber geht schon.
Wenigstens nicht so weit unten am Rand wie das Boot. Ich wollte eigentlich Bananenblätter. Eigentlich wollte ich ja weiterbauen an der Hütte. Immer noch nicht. Ich gebe mir noch eine Banane, eine kleine. Damit die Natur kann ich müssen. Nein. Ich messe mal mit zwei großen Steinen. Da drüben liegt schon wieder einer. Der hier lag, hat sich nicht erneuert. Ja, das ist eben der Vorteil, so am Wasser wohnen. Da hat man dann eben gleich Zugriff auf Wasser, auf Fische. Das braucht man ja eben auch. So, jetzt muss ich irgendwie allerdings außen rumlaufen, damit ich den weiter in der Hand behalte. Ist er schon wieder fix und fertig. Nur weil er ein bisschen rennen muss. Noch ein großer Stein und dann kleine Steine. Woher nehmen und nicht stehlen? Da, großer Stein sammeln. Da habe ich dann schon mal kleine Steine. Und den da nehme ich mit. Kleine Steine habe ich, auch keine mehr. Was dann noch kommt ist, was ich dann auch noch aufbaue, das ist Lehm. Eine Lagerkiste natürlich. Vielleicht auch mehrere. Könnte man hier an die Seite setzen. Also zwei Lagerkisten hier hin. Zwei Lagerkisten dann, um das Zeug einzulagern, erstmal, damit das nicht verschwindet. Brauche Stein. Ich brauche Stein. Da oben ist wieder ein Stein. Sammeln. Das gibt nur drei Steine. Ist da drüben eine? Sieht so aus. Ja. Cool. Da sind sechs Steine. Reichen die jetzt schon oder nicht? So, schön. Da habe ich nämlich vier von diesen
Ablageplätzen. Und nicht nur zwei. Mit diesem Steinkreis. Da ist Feuer. Mit diesem Steinring. Ein großes Lagerfeuer. Da bräuchte ich dann 4 große Steine, 8 Steine. Ja. Das habe ich ja hier jetzt schon gebaut. Das große Lagerfeuer ist ja da. Das ist das Gleiche. Ja, 8 kleine Stöcke, 12 große Stöcke. Ach, für das kleine Feuer 6 und 8. Feuer ist Feuer. Feuer ist Feuer, das ist egal. Ich habe ein trockenes Blatt hier irgendwo. Das kann ich nicht nehmen. Na gut, dann werde ich mein Vogelnest nehmen. Come on! So, da haben wir wieder ein schönes Feuerchen. Und jetzt mit 4 Plätzen. Kein Platz mehr im Rucksack. So, was ich als nächstes dann brauchte, ist ein Lehmmischer. So, hier haben wir ja unsere Lehmquelle im Wasser. Und dann bauen wir hier direkt nebendran einen Lehmmischer. Ein Stock, zwei. Richten wir uns da mal häuslich ein. Oh, Stöcke. Wir lagen da Stöcke rum. Hier reinstecken. So, ich habe da hier Stöcke ohne Ende vom Holzfällen. Da ist man noch zwei. Da brauche ich dann große Pflöcke. Ich tue wieder den Stock. So wird langsam gebaut. Kleiner Stock. Können wir auch mal nehmen. Kleinen, großen Stock. Jede Menge kleine. Da ist wieder ein größerer. So. Da drüben hin. Tja, da brauche ich dann Lehmziegelsteine. Ja, die muss ich dann hier mischen. Dafür brauche ich Holzscheiter. I need a rest. Ich sehe gerade, ich habe da auch schon irgendwie schon wieder irgendwas hier an mir. Was habe ich denn da? Eine Abschürfung.
Schiffung, sowas. Um Schwimmen. Uhrzeit? 19.30 Uhr, okay. Immer noch ein bisschen bauen. So, noch 4 Holzscheide, heißt noch 2 Bäume fällen. Gucken, ob da ein Holzscheit rauskommt. Da kommt schon mal ein Holzscheit raus. Sehr schön. Wie viel kann ich davon tragen? 3. So. Dann brauche ich noch Lehm. Plus Lehm. Nochmal Plus Lehm. Und dann brauche ich Lagerfeuerasche. Die habe ich hier. So, und dann brauche ich Wasser. Oder ich muss warten, bis es regnet. Dann wird das auch gewässert, wenn es regnen sollte. Uhrzeit. 23 Uhr. Gut, dann kann ich mir gerade noch mal Wasser holen. So, Wasser für die. Brauche ich noch mal Wasser? Einmal reicht nicht. Zwei Bidons. Noch mal. Ja. Wird langsam klar, warum ich das so nah am Wasser gebaut habe. So, und da schmieren wir gleich nochmal Wasser. Das kann ich dann abkochen. So, und da können wir Lehm mischen. Und haben Lehmsegelsteine. Jetzt waschen wir uns noch. Ich wollte mich waschen. Falsch geklickt, aber Glück gehabt. Kein Parasiten gefangen. So. Schön hell jetzt. So, nehmen wir gleich mal einen Lehmsiegelstein mit. Dahin. Schale. Zack, einmal. Zweimal. So langsam wird es Zeit zum Schlafen gehen. Da unten die Balken sind schon wieder rot. Mensch, Meier.
So, viermal, dann kann ich hier nämlich dann viermal Wasser abkochen. Das sind genau die 40. Wieso sind da nur 10 drin? Was finde ich jetzt? Oder war da noch Wasser drin? Ja, da war noch Wasser drin. Gleich mal trinken. So, 10, 10. 10 und 10. Na, komm her. 10. So, sind genau die 40 Wasser, die man so braucht. Und jetzt wird Zeit zum Pennen. So, mein Blätterbett. Und schlafen gehen. Ausruhen und schlafen. Gleich wieder den Tegelstein mitnehmen. Brauche ich wieder Stöcke. Feuer ist aus. Stopp, stopp, stopp. Zwei Feuer, vier Feuerbretter bedeutet, ich brauche vier von den dicken Stämmen schon wieder. Da ich das jetzt habe zum Speichern, kann ich das hier ja abreißen. Da fällt bestimmt eine ab. Genau, stopp. Holzscheit sammeln. Da haben wir schon mal ein Feuerbrett. Das muss ich allerdings da reinlegen dann. Das muss ich in meinen Rucksack reinkriegen. Da muss ich ihn dann ausleeren. Wir machen uns dann mal noch einen wieder. Wie sieht's aus mit Essen? Ich brauche Protein, ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche Fett. Okay. Das war jetzt schon mal Kohlenhydrate. Mehr essen, das kann man essen. Den verdorbenen Pilz kann ich auch vergessen. Das wären auch Kohlehydrate. Dann muss ich wieder ein Feuer machen. Erstmal die Kohle wegnehmen und die Asche. So, und das Feuer schon da wieder rein. Ich hatte ja jetzt hier jede Menge Blätter übrig gelassen. Da müssten normalerweise jetzt hier irgendwo auch getrocknete Blätter rumliegen.
hier jetzt trockenes Blatt haben. Einiges an trockenem Blatt. Sollte ich hier haben. Sollte. Was ich auch noch machen kann, das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ein Eingang. Eine Wand. Eine kleine Wand. Eine große Wand. Ich könnte da hinten eine Wand dagegen stellen. Da könnte ich eine Wand bauen. Da haben wir eine Wand. Wasser drin, Wasser sauber, genau, 10. Können wir diesen Pilz kochen. 15 Kohlehydrate. Es füllt sich langsam. So, die Palmblätter mal aufräumen. Da habe ich ja noch zwei große Holzscharte. Das gibt noch mal zwei Feuerbretter. So, dann muss ich jetzt hier nur mal Platz freiräumen. Dann machen wir erstmal wieder hier Blattverbände. Dann haben wir schon wieder mehr Platz. Und noch eine Kokosnussschale. Die fehlt da auch, die habe ich anscheinend irrtümlich genommen. Kommt vor. So, dann machen wir hier mal Platz. Stellen einen Ascherverband her. Und noch einen. Hier habe ich wieder jede Menge Zunde. Stein brauche ich jetzt erstmal nicht hier. Ich muss das Feuerbrett hier unterkriegen. Ja, da muss ich viel entsorgen hier. Das war falsch, das bleibt hier. Das bleibt da. Den Funkenverband kann ich da nicht stapeln. Kann ich da nur einen ablegen? Mal gucken, dass das Ding jetzt hier reinpasst. Immer noch nicht. Jetzt. Das ist aber auch mühsam hier.
mit diesem Kram. So, Feuerbrett einmal. Zweimal. Und nochmal Lehmziegelstein dann. So, Feuerbrett. Noch ein Lehmziegelstein und dann ist das Ding komplett. So, die Lagerkiste komplett. Und da legen wir gleich mal die Kohle hier rein. Am besten so platzsparend wie möglich. Den Rest behalte ich dann erstmal drin. So, ich brauche jetzt noch ein Feuerbrett und einen Lehmziegelstein. Muss nochmal was umhauen. Den größeren. So, das Feuerbrett haben wir im Rucksack und dann haben wir unsere zweite Kiste auch fertig. So schön, sehr schön. Sehr gut. Jetzt baue ich über das Feuer noch wieder, wo habe ich das Feuer? Da, das Lagerfeuer gestellt. Das kommt da drüber. Und komme ich dann da noch vorbei, aber sollte gehen. Ja, sollte gehen. Ja, normalerweise kann man das doch nochmal drehen. Noch mal von vorne. So, okay, langer Stock. Sind schon mal drei. Noch einer sein. Eigentlich müsste hier noch ein langer Stock sein. Der hier von dem letzten Baumfällen abgefallen ist. Und da drüben habe ich aber auch noch einen liegen. Und da sind auch noch zwei oder drei. Da liegt ja auch noch eine. Gar nicht gesehen. So, fein. Na, dreht mir ein Seil. Halbblatt. Achso, die hatte ich hier abgelegt. So, da brauche ich eine Liane. Zap. Zap. Nehme ich gleich mal zwei mit. Auch fertig. Jetzt habe ich auch ein schönes Lagerfeuer gestellt. Es wird langsam hier. Trockenes Blatt, ich wusste doch, da liegt was rum. Ich habe gewusst, dass da was rumliegt. Und jetzt können wir diese Sachen hier
Und das Wasserschweinfleisch. Was sowas? Jede Menge Kohle. So, das reicht erstmal. Das nimmt ganz schön viel Platz weg, so eine Dose. Mann. So eine kleine Mini-Dose. Ich weiß ja nicht, was man mit dieser Schuppe anfangen kann. Kann ich auch hier hinlegen. Na komm. Das ist auch nicht besser. Was haben wir denn noch? Da nochmal eine Kohle. Und jede Menge Federn. Knochen und das den Feueranzünder. Den ich eigentlich nicht brauche. Den kann man da nicht reinlegen. Aha. Der passt da nicht. Aber ein Knochen. Und diese Kohle. Kohle. So, Federn ohne Ende. Und den Bidon, den leeren. Ich bin jetzt erwischt. Wo ist die weggelaufen? Die Maus. Ich glaube, die ist weggelaufen. Da hängen jetzt wieder Bananen. Das ist schön. Und da gibt es Funkchen. Na komm, da. Da gibt es Funkchen wieder. Schön. Viel Verbände, was man ja alles so braucht, um hier im Dschungel zu überleben. So, ein Stecker. Ah, das Obsidian, genau. Und da liegt noch ein Stein und auch da trockenes Blatt, trockenes Blatt, trockenes Blatt. So, da können wir dann die nächste Obsidian-Axt draus machen. Die hat nur noch 16% Haltbarkeit, die hat schon einiges mitgemacht.
Bin schon wieder schmutzig und ich habe schon wieder einen Wurm. Oh Mann. Und einen Parasiten. Was kommt davon, wenn man was isst und hat schmutzige Hände? Da gibt es dann gleich Parasiten. Da gibt es nichts zu essen. Kein Pilz zum Essen. Schauen wir doch mal an den Paranussbaum von den Kollegen. Ja, da gibt es die richtigen Pilze. Gleich ein Essen. Ja. Paranüsse gibt es hier keine. Ja, Pilze geben Energie. Hier raschelt schon wieder, Mensch. Die Schlange da. Auch eh was zu essen. So, das können wir hier mal trocknen. Ja, leer. Sauberes Wasser. Leer. Banisteriopsis-Reste. Und unbekannte Blume. Zeit 18:55. Können wir erstmal speichern. So, dann mache ich jetzt wieder ein Schläfchen und dann sammle ich noch am Boot ein paar Sachen zusammen. Die bringe ich dann da oben hin an meine neue Hauptbasis. Das mache ich dann noch, wenn es wieder hell geworden ist, und ja, das kann ich dann einfach so mal machen. Dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wer es bis hierher geschafft hat, gerne ein Like, Abo und so weiter, na, hinterlassen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.